Heute gibt es ein Special mit der Tesla-Spule. Und zwar werden wir 1 Million Volt durch diese Grafikkarte, durch die Festplatte, durch das alte Handy und durch die RAM-Module jagen und schauen, was da passiert. Bevor wir die Tesla-Spule starten, erklärt euch Philipp von Phil's Physics, welche Spannungen eigentlich in einem PC normal sind und was bei diesem Versuch passieren könnte. Die Arbeitsspannungen in einem Computer liegen normalerweise zwischen plus minus 3 und plus minus 12 Volt, also maximal die doppelte Spannung einer Autobatterie. In den Komponenten selbst, also Prozessoren, Speicher und Chipsätzen, ist die Spannung sogar noch geringer. Wenn man jetzt aber eine deutlich größere Spannung anlegt, etwa mit einer gewissen Tesla-Spule, dann verlassen wir ziemlich deutlich den Normbereich von GPU und Co. Und ich würde mal erwarten, dass sich der Strom den einfachsten Weg zur Erde sucht, notfalls eben durch ein Bauteil. Dabei kann es dann tolle Funkenschläge geben, vielleicht auch einen Kurzschluss. Je nachdem, wie dünn die Leiter sind, die sich der Tesla-Blitz aussucht, wird es wahrscheinlich auch ziemlich heiß. Denn wenn sich der Strom durch so ein kleines Äderchen durchquetscht, weil das der schnellste Weg zur Erde ist, dann wird Reibungswärme frei. Vielleicht haben wir auch Glück und ein Kondensator explodiert. Kann sein. Es kann aber auch gut sein, dass die Spannung der Tesla-Spule einfach so groß ist, dass Blitze über die Oberflächen laufen. Da ist der Widerstand wahrscheinlich geringer. Oder die Blitze gehen einfach direkt durch die Luft. Eben einfach immer den Weg des geringsten Widerstands. Also ich bin gespannt. Als erstes testen wir die Grafikkarte. Hier gibt es sehr viele Metallteile, die dementsprechend gut leiten. Wenn man die Tesla-Spule startet, sieht man, dass die Blitze nur links unten einschlagen und rechts unten wieder austreten. Innerhalb der Grafikkarte sieht man keine Blitze. Das heißt, die vorhandenen Leiterbahnen und Kontakte werden von dem Strom genutzt, um ohne großen Widerstand durch die Platine zu fließen. Als nächstes testen wir die RAM-Module. Hier gibt es oberflächlich weniger Metallteile und wir schauen mal, was passiert. Damit man besser sieht, was genau passiert, gehen wir mal ins etwas dunklere. Test Nummer 2 mit den RAM-Modulen. Dieses Mal liegt das Modul auf der Tesla-Spule. Reduziert man jetzt noch den Abstand zum zweiten Modul, springt der Blitz hier über und fließt über das Holzbrett ab. Aber trotzdem sind auch hier wenig verschmorte Teile erkennbar. Die Kontakte waren einfach zu filigran, ähnlich wie bei der CD beim letzten Test. Von der Grafikkarte habe ich den Lüfter entfernt, denn hier gibt es sehr wenige Metallteile. Trotzdem findet der Blitz den günstigsten Weg, indem der Anschlussstecker als Einschlagsort verwendet wird. Nur das letzte Stück vom Motor zum Brett muss der Strom über Luft springen. Bei der Festplatte tritt ein neues Phänomen auf: der Faradaysche Käfig. Das komplette Metallgehäuse schützt das Festplatteninnere und der Strom kann nur oberhalb abfließen. Deswegen müsste die Festplatte rein theoretisch noch funktionieren. An einem funktionierenden PC würde ich die Platte trotzdem nicht mehr anschließen. Aber dass wirklich nicht alle Bauteile zerstört werden, zeige ich euch mit diesem alten Handy. Das kennt ihr vielleicht noch von dem Trockeneis-Experiment. Es geht immer noch. Und dieses Mal jagen wir 1 Million Volt durch das Handy. Aus Sicherheitsgründen entferne ich den Akku. An der Austrittsstelle ist das Plastik verschmort. Aber es geht tatsächlich noch. Denn auch hier sind Komponenten leitend und begünstigen den Stromfluss. Empfindliche Teile werden scheinbar bei diesem kurzen Test verschont und deswegen überlebt das Handy. Anders sieht das wiederum mit Holz aus. Bei Phil's Physics haben wir getestet, ob man mit einem Bleistift den Pfad beeinflussen kann. Klickt dazu einfach auf das rechte Video. Und im linken Video seht ihr, wie ich Ferrofluid in ein Glasgefäß fülle, ohne dass es verschmiert.